Der Herr Schuber hat es schon quasi vorweggenommen. Wir haben für die Energiestrategie für ein neues Paket abgestimmt. Aber was nützt schon eine schöne Strategie, wenn nachher nichts mehr folgt? Das heisst, kein Gesetz, respektive selbst schon mit dem Gesetz allein, haben wir nichts gemacht. Dann kommen die zum Spiel. Aber der Part zwischen denen, das vom kantonalen Gesetz und zum Gebäude gibt es ja nur ein kantonales Gesetz. Der Bund delegiert das ja den Kanton. Und darum sind wir mit unserem Amt damit beschäftigt, respektive haben die Verantwortung, dass das Gesetz dann eben auch umgesetzt werden kann und richtungsweisend ist. Respektive die Ziele, dann, die man in den Strategien vorgesehen hat, dass man die dann auch erreichen kann. Ich habe die paar Themen für euch parat gemacht heute Abend. Ich hoffe, ihr kommt ein bisschen auf die Rechnung. Was ihr etwas so im Hinterkopf kennt, Fragen. Nichtsdestotrotz, wir werden dann am Schluss noch Fragerunde machen. Wenn aber zwischendurch irgendetwas ist, wo ihr sagt, das geht jetzt gar nicht, da kommt gar nicht mehr mit, dann bitte die Hand auf oder einfach reinrufen und fragen. So frei sind wir doch. Dann, was sagt uns das Gesetz zu den Wärmeerzeugung? Was verlangt das Gesetz? Etwas zu der Förderung, was wird überhaupt gefördert bei der Wärmeerzeugung? Wir werden sehen, es ist noch interessant, es ist spannend, inwiefern dass das gemacht wird. Und dann noch gerne einen kleinen Ausblick zu der Revision, die sehr wahrscheinlich nächstes Jahr wird können umgesetzt werden. Und dazu werden die Räte, also das heisst der Grossrat, im Regierungsrat ist schon durch. Der Grossrat wird 22. September, November, notabene, jetzt in der nächsten Woche darüber befinden, zum ersten Mal, das heisst in der ersten Lesung. Im Gesetz ist der Grundsatz verankert. Das Gesetz sagt ja in der Regel nicht gross aus, wie es weitergehen soll, ganz konkret, sondern der Grundsatz. Aber der Grundsatz sagt eigentlich schon alles. Mit einem gesunden Menschenverstand würde das eigentlich schon länger. Aber wir wissen, wir sind Individuen und jeder sieht es etwas anders. Und darum werden wir natürlich tiefer gehen nachher. Sparsam und effizient umgehen mit der Energie. Naja. Wichtig ist, dass man nicht nur bei der Erstellung, oftmals hat man noch das Gefühl, ja, für die Erstellung, für einen Neubau, für einen Umbau, die braucht es Anforderungen. Selbstverständlich setzt man dort den ersten Block bei einem Gebäude. Aber das Gebäude hat nachher 20, 30, 40, 50 Jahre, manchmal schon 100 Jahre. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass man nachher für den Betrieb und für den Unterhalt auch gewisse Anforderungen setzt. Das Ziel ist, dass wir ein nahezu No-Energie-Haus werden haben, No-Energie-Gebäude und diesen Energieverbrauch, den wir noch brauchen, mit maximal erneuerbarer Energie zu machen. Wie schon gesagt, wir sind ein Volk von Individuen, also auch das Gesetz gibt ja nur den Rahmen eigentlich. Und in diesem Rahmen soll es abgebildet werden aufs Haus, auf einen spezifischen Nutzer und auf einen spezifischen Standort. Wir wissen ja, gerade auch im Kanton Bern, da haben wir praktisch von Mittelmeerlage, haben wir schon bald auf sagen, bis in höhere Berglagen, und das ist nicht das Gleiche. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber das muss gesetzt werden in dem Rahmen, dass wir überall das Optimum herausholen können, sei es in den tiefen Lagen, in den höheren Lagen auch. Anforderungen bei Neubauten. Die sind selbstverständlich etwas schärfer, etwas neuer, damit muss man etwas mehr rechnen. Weder bei den Sanierungen, gerade explizit bei einem Wärmeerzeuger, da sind wir im Moment noch sehr grosszügig unterwegs. Da hat es ein paar technische Anforderungen, wie eine Kondensierung von einem Heizkessel oder Vorlauftemperatur. In dieser Entwicklung, gesagt wird, die letzten bald 20 Jahre, wir sind vom 12-Liter-Haus, so die 120, da, 120, das heisst 12 Liter, also 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr bis zu 35, also das heisst etwa 3,5 Liter Heizöl pro Quadratmeter, die wir brauchen. Das natürlich dank der immer verschärften Anforderungen, das heisst natürlich auch den Entwicklungen, die die ganze Branche mitmacht, unsere Erfinder sind, die uns da hilft, auch das Nearly Zero Energy Haus überzukommen und natürlich auch die freiwilligen Standards, nicht zuletzt Minergie, die da uns sehr viel geholfen hat, das Ziel zu erreichen, sogar eben auf das Plusenergie zu ausgehen, ein Haus, das schon ein kleines Kraftwerk ist. Für
Wohnungsbauten, das heisst Bauten mit Wohnungsnutzungen. Das sind Einfamilienhäuser wie Mehrfamilienhäuser, aber auch zum Beispiel Heime oder Altersheime etc., wo die Wohnnutzung vorwiegend ist. Dort hat man sich gesagt, weil das halt auch nicht immer gerade von einem Ingenieur muss können gemacht werden, im kleineren Rahmen ist, tut man dort also quasi Standardlösungen definieren. Das ist relativ ein einfaches System, wo man den Wärmeerzeuger auslesen kann und mit ein paar Anforderungen an die Hülle, an die übrige Heiztechnik, dann kann bestimmen, ob das Haus gesetzeskonform gebaut wird oder nicht. Relativ einfach. Wenn man es dann individueller will, selbstverständlich, dann muss man dann halt davon rechnen. Das Rechnen lassen wir hin, wir gehen ein auf die Standard-Kombinationslösungen. Wir sehen, was für Wärmeerzeugungen hier alles möglich sind. Ich werde nachher auf die einzelnen eingehen. Wir sehen, dass eigentlich alles vorhanden ist, interessanterweise. Aber wir sehen auch, dass die Kreuzchen nachher, je weiter unten dass wir sind, je weiter aussen, dass da unten eben mehr Anforderungen braucht. Das heisst, im Fossilen sehen wir schon, es ist da, irgendetwas ist da, wo halt er doch ein bisschen mehr braucht. Weil wir wollen ja einen Weg haben vom Fossilen. Zu der Wärmepumpe. Ihr habt gesehen, Wärmepumpe ist natürlich schon fast die Standardlösung. Es gibt aber auch noch andere. Wir haben gesehen, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die sicher auch. Luft-Wasser-Wärmepumpe, das ist so wahrscheinlich etwas Häufigste, vor allem im Mittelland. Wasser-Wasser-Wärmepumpe oder der Gas-Wärmepumpe, wo ich gar nicht darauf eingehe, das ist wirklich der ganze Spezialfall. Jede Wärmepumpe ist natürlich auch nicht gemacht für jede Lage, für jedes Haus. Man sieht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, für das braucht es doch schon ein relativ gutes Haus, das einen relativ guten Wirkungsgrad resultiert. Es ist nicht für jedes Haus gemacht, weil wenn wir ein schlechtes Haus haben oder in höheren Lagen, dann haben wir praktisch so ab Minusgraden noch eine Widerstandsheizung und das ist überhaupt nicht das, was wir wollen. Darum gut überlegen, wo setzen wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ein. Vielmals ist es eine Verlegenheitsübung, aber bitte gut überlegen. Weil es kommt euch dann auch teuer. Elektrische Energie, ihr wisst, 20, 25 Grad pro Kilowattstunde. Das kann es nicht sein. Die Wärmepumpe tut das mindestens durch 3 dividieren oder im besseren Fall natürlich durch 4 und mehr. Dann in der Wasser-Wärmepumpe, sei das Grundwasser, sei das aber auch Geothermie, notabene, wo wir runtergehen, kann man nicht in jeder Lage machen. Also wissen wir auch, die geografische Lage ist hier entscheidend. Überall kann man auch nicht bohren, sei das wegen dem Gewässerschutz, sei das wegen anderen Bedingungen, die man auf diesen Link, die ich hier noch angegeben habe, dann natürlich muss weiterverfolgen. Und da nicht ins Detail gehen, wir wollen ja nicht eine Wärmepumpe projektieren heute Abend. Die Wärmepumpe, nehme ich es ein technisches Detail, ich werde gleich noch schnell darauf eingehen. Unten, die Grenzwerte, respektive Zielwerte, das sind die Anforderungen. Also wie höher dass die Anforderungen sind, wie besser dass die sind. Das heisst, wie mehr als man die rausholen kann. Also ihr seht eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, wo man bis 6-mal mehr Energie rausholen kann, weder dass man reinsteckt, im Gegensatz zu einer Luft-Wärmepumpe, wo dann halt schon ein bisschen Lütze ist, nur mehr 3. Die Veredelung nur noch ein Faktor 3 ist. Wir haben die Anforderungen, die stehen nicht im Gesetz und auch nicht in der Verordnung. Wir haben die Klausel, ihr seht es, aus dem Absatz heraus, der Stand der Technik. Das sagt er noch viel, wenn er so in einem Energiegesetz innen etwa ein bisschen umnöchelt. Stand der Technik heisst, dass wir auf Normen zurückgreifen, die üblich sind, branchenüblich oder sonst allgemein anerkannt. Hier werdet ihr vielmals DESIA, das ist ein Verein von schweizerischen Architekten und Ingenieuren, die ESIA-Normwerke, die sind ein wichtiger Bestandteil vom Gesetz, respektive von der Verordnung, und da werden wir immer wieder darauf zurückgreifen, wenn das Gesetz nicht eine Bestimmung macht dazu. Altheizungen, die könnt ihr sicher auch, da gibt es auch verschiedene Modelle, verschiedene Möglichkeiten, natürlich je nach Haus, je nach Grösse. Je kleiner das Haus, je einfacher, je weniger technologisiert, je grösser natürlich, je automatischer. Noch also eine witzige Frage ist, vielmals wird ja auch eben gefragt, ja, länger das, wenn ich eine Schmine rein tue? Ja, eigentlich schon, sofern dass man kein anderes Heizsystem hat. Dann ist akzeptiert als Standard
Kombinationslösung. Aber sonst nicht, weil Schmine in der Regel ist so ein nice to have, etwas zum Unterstützen. Selbstverständlich auch ein Bestandteil der Wärmeerzeugung, aber natürlich in der Regel längst nicht 100%, wo es den ganzen Energiebedarf abdeckt. Darum ist da natürlich die Vorsicht offen. Selbstverständlich Schweden öffnen in kleineren, lustigen Häusern, das trifft man auch jemanden an. Selbstverständlich, man kann das machen, so 100% decken mit einem Schwedenofen. Geht. Wird dann einfach ein neuer angeschaut, ist es dann wirklich 100%. Wir haben eine weitere Möglichkeit mit Fernwärme. Fernwärme. Ich schaue den Spezialist an, der hockt gerade in der ersten Reihe. Fernwärme ist auch ein Kapitel, das nicht ganz ohne ist. Da muss man immer genau hinschauen, wo kommt die Fernwärme her. Für die Standardlösungskombination, das ist eben der einfachere Weg, lassen wir nicht alle Fernwärme zu. Und zwar hat das einen Hintergrund aus der KVA, aus der ARA oder eben aus erneuerbaren Energie. Die Fernwärme, die wir einsetzen bei diesen Standardlösungen, maximal 30% fossile. Also so eine Spitzenabdeckung, selbstverständlich, wenn das Fernnetzwerk Spitzenabdeckung hat, ein Öl-Gas-Kessel, der nicht mehr als 30% vom ganzen Jahresbedarf ausmacht, okay, das geht. Mehr aber nicht. Wenn es mehr ist, oder die Fernwärme nicht diesen Anforderungen entspricht, dann muss man es auch probieren, rechnerisch zu lösen, respektive über einen rechnerischen Weg zu schauen, ob man auch in Grenzwert hineinkommt. Das ist echt der einfachere Weg, wenn ich es sagen. Fossile Energien, wir haben fast das Gefühl, ja, mag sie das überhaupt noch leiden? Für eine Spitzenabdeckung, ja, so knapp. Ihr habt gesehen, vielleicht wenn ich nächstes schnell zurückgehe, nächstes Mal machen das nicht so gerne, aber wenn ihr die nächste Lösung anschaut, hier fossile Wärmeerzeugung mit diesen relativ hohen Auflagen. Wir haben, wenn wir noch eine fossile Wärmeerzeugung wollen, sei das Gas oder Öl, so von Kohle reden wir ja glaube ich nicht mehr. Nichtsdestotrotz, dann haben wir Auflagen, die weitergehen als Gesetz. Also die Hülle muss wesentlich besser sein. Also das ist schon eine Energie-P-Anforderung, die das bedingt, wenn wir mit Gas oder Öl heizen wollen. Sowohl eben auch eine Komfortlüftung, eine thermische Solaranlage, nicht nur für das Warmwasser, sondern auch für die Heizung zu unterstützen. Also eine recht aufwendige Angelegenheit, wenn wir fossile setzen. Ich gehe schnell wieder zurück, gesehen, wo wir gestartet sind, respektive die Ausgangslage, zu den fossilen Energien. Das ist die Anforderung, wenn wir welche fossile Energien wollen. Nutzen. Selbstverständlich, es gibt immer noch Gegenden, wo man praktisch nichts anderes als Möglichkeit hat. Darum lässt man es auch noch zu. Da schon ein kleiner Ausblick. Ich werde eigentlich nicht gross auf die Ausblicke eingehen, wo wir dann eben wo nächste Woche in die Rede gehen. Das ist aber ein Vorschlag dazu, wenn wir schon bei den fossilen Energien sind. Die Idee der kantonalen Energiedirektoren ist, dass wir eigentlich bei Neubauten keine Ölheizung mehr wollen. Wir sehen, und das ist ja irgendwo schön, respektive es kommt auch daraus heraus, dass man sieht, dass in den letzten Jahren bei Neubauten auch kaum mehr Ölheizungen zum Zug gekommen sind. Ergo wäre das eigentlich zumutbar und verkraftbar, wenn man würde sagen, Neubauten in Wohnbauten notabene, nicht in Industriebauten, aber bei Wohnbauten, Neubauten, eine Kälheizung zu machen. Würde es natürlich auch ein bisschen helfen, selbst wenn es nicht mehr viel ist, aber für die Energiestrategie, dass wir hier auf ein Ziel fahren können, weil wir sind nur noch ganz auf dem Ziel fahren, den wir gerne hätten, würde es natürlich helfen, dort wieder in die Nähe zu kommen. Diese Energie ist natürlich das Nonplusultra. Von der hat es genug. Die ist unbeschränkt nutzbar, eigentlich, verfügbar. Der kritische Punkt ist einfach, wenn sie zur Verfügung stehen, brauchen wir sie nicht immer unbedingt. Und darum braucht es dazwischen die ein System, wo wir das können quasi speichern oder umwandeln können, dass wir sie dann können brauchen können, wenn wir sie nötig haben. Wir haben gerade vorhin noch eingangs von diesem Referat, respektive von diesem Anlass, einen Zeitungsartikel gesehen, wo ganz tolle, interessante Möglichkeit von Speicherung im Meer
der Kollege kann euch da das allenfalls noch ein bisschen näher erklären. Wir wissen, es gibt ja gewisse Speichersysteme, sei das eben Saisonspeicher, wo man die Wärme in den Boden tut, wo man die Wärme in den Tank tut. Allenfalls Strom daraus macht und in eine Batterie rein tut. Nur diese Möglichkeiten die sind relativ beschränkt. Und haben auch einen grossen Impact auf die graue Energie. Die darf man auch nicht vergessen. Da haben wir auch immer noch eine Hausaufgabe, die wir unbedingt nicht aus dem Auge verlieren. Zurückkommen auf die Lösungskombinationen. Wir haben die überall drin. Überall, wo wir nicht ganz auf dem Zielpfad sind, haben wir noch zusätzlich eine Solaranlage. Eine Solaranlage zum Beispiel bei Stückholzheizung. Stückholzheizung, meine, das wissen wir ja, das ist nicht so sehr automatisiert. Und wenn wir die Bienen müssen anführen im Sommer, dass wir Warmwasser haben, ist auch Ende so gäbig. Und darum geht sicher die Auflage von einem minimalen Anteil von Sonnenenergie, das heisst thermische Energie. Oder, ich habe schon gesagt, bei der fossilen Erzeugung, wo wir ein bisschen mehr thermische Energie haben. Blitzwärmeerzeugung, das wäre so ein Überblick gewesen von dem, wo das Gesetz eigentlich den Rahmen spannt, darum, was möglich wäre, was gut wäre, was zielführend ist. Ein anderes Thema, in dem Sinne, wo längst mein Gewicht wird einnehmen, der hat es gesehen, ganz eingangs, wo ich erwähnt habe, den Grundsatz aus dem Gesetz, der nicht nur das Bauen im Fokus hat, sondern auch das Betreiben. Und das Betreiben ist ganz wichtig. Ihr habt ja vielleicht kürzlich in den Schlagzeilen gehört, dass man Minergie an Pranger gestellt hat, weil sie nicht das halten, was sie versprechen. Das heisst, dass ein Haus viel mehr Energie braucht, bis doppelt so viel Energie, wie man verspricht, dass bei der Planung, respektive wie man es verkauft, was eigentlich bräuchte. Es ist nicht nur ein Gebäude, das vielleicht schlecht ist oder allenfalls Berechnungsartmethoden, die nicht ganz verhält. Es ist vor allem der Betrieb, das Nutzerverhalten. Und das ist ganz entscheidend, das kann wirklich das X-fache ausmachen von dem, was man theoretisch berechnet. Und darum der Fokus auch auf die sogenannten Betriebsoptimierungen. Im Wohnbereich gibt es keine gesetzlichen Auflagen für Betriebsoptimierungen. Das ist vor allem in den anderen Nutzungen, sei das Industrie, sei das Schulen, Verwaltung etc., aber nicht im Wohnbereich. Was ich ein bisschen bedauere, das heisst aber nicht, dass man es nicht machen soll, ganz klar. Für andere Nutzungen, wie gesagt, gibt es Auflagen, sei das der Grossverbraucherartikel zum Beispiel, die wirklich der eine oder andere von euch kennt. Nichtsdestotrotz, was können wir machen, um unseren Energieverbrauch zu senken? Das fährt schon beim Bauen an, effektiv, selbstverständlich, eine Überdimensionierung. Wir wissen, was das heisst, also explizit bei einem Heizkessel, bei einer Wärmepumpe ist es vielleicht gleich anders, aber ein Heizkessel, der dreimal überdimensioniert ist, hat schlussendlich ganz einen schlechten Wirkungsgrad. Ich weiss, zu meiner Zeit, als ich noch Heizungen geplant habe, ist es mir gang und gäbe, dass man möglichst viel Sicherheit reingetan hat. Wir hätten ja auch nicht Reklamationen wollen. Und unter Umständen war die Baukosten noch das Honorar des Ingenieurs und dann hat man natürlich auch nicht gespart. Ist aber nicht der Sinn der Sache. Wir wollen wirklich genau ausgelegte Komponenten. Und das ist nicht nur der Heizkessel, das sind auch die Heizungspumpen etc., die dann schlussendlich einen guten Wirkungsgrad von der ganzen Anlage ausmachen. Grundsätzlich komme ich da von den Komponenten, das ist mehr bei den Wärmepumpen. Wir wissen, es gibt da die ganze Palette von Wärmepumpen, es gibt ganz günstige, die knappen COP-Wirkungsgrad, COP-Wirkungsgrad haben, die bessere haben, die aber auch teurer sind. Und je nachdem, was man halt für Ansprüche hat, meine, da kann man wählen, was man will. Bei diesem System hat das wie keine Auflage. Wir sehen es dann nachher bei der Förderung, dort wird es ein bisschen anders gehandhabt. Mit dieser Güte, mit der Qualität der Wärmepumpe. Aber grundsätzlich ist es eigentlich im Bauherr überlassen, was für eine Qualität das er hat, sofern es eben in die Förderung spielt. Ganz wichtig, und das kann man auch sehr gut bei Wohnbauten, sind Betriebsparameter. Oftmals wird mit einer Heiztemperatur von 70 Grad geheizt, wo es gar nicht nötig ist, wo man mit 60 Grad bei Aussentemperaturen von 10 Grad, minus 10 Grad locker durchkommt oder auch noch tiefer. Das ist so der entscheidende Punkt, wo eine
Schwerpunkt ist, für eine Optimierung anzustellen. Bei der kältesten Aussentemperatur, wie viel ist die Vorlauftemperatur? Oftmals wird das einfach mal eingestellt, Werkeinstellungen, 10 Grad, minus 10 Grad, 50 Grad Vorlauftemperatur und das Haus ist so gut isoliert, respektive der Benutzer schaut so gut zu dem, dass es wahrscheinlich auch mit 45 Grad locker durchkommt. Oder auch Betriebszeiten, zum Beispiel Hand aufs Herz, vielleicht seht ihr ein bisschen mehr daheim als ich, aber unsere Wohnung zum Beispiel, die steht die Hälfte der Zeit leer. Die braucht immer. Nur für die Spinnhoppeln ein bisschen heizen, das bringt sie auch nicht. Also kann man auch in dieser Zeit oder in Ferienzeiten die Temperaturen abnehmen, wesentlich abnehmen. Mit einer guten Dämmung hat man die schnell wieder da oben. Ist natürlich meistens so, dass man von Hand muss, bei uns den Heizkörperventil. Bei den moderneren Häusern hat man das natürlich elegant mit einem Automatismus, wo man von Ferne, selbst noch von weiss Gott nicht woher, schnell kann einstellen kann, wie warm das man will in der Wohnung will. Das ist natürlich elegant und das lässt Technologie zu, noch nicht bei allen. Ich möchte euch, wenn ihr selber Bauherr seid, respektive Eigentümer, doch sensibilisieren darauf, dass ihr schaut, wenn ihr ein neues System reintut, dass die Abnahmen noch gemacht werden, dass nicht die Werkseinstellungen bleiben, sondern dass eure Werte, die für euer Haus und für eure Benutzung eingestellt werden. Warmwasser sparsam nutzen, also wenn wir es können. Und Sonnenenergie passiv, das ist auch ein Punkt, den wir gerade in den letzten Jahren gemerkt haben. Wenn die Häuser, die wirklich nur noch wenig Energie brauchen, merkt man sehr, wie viel das ausmacht, wenn man zum Beispiel die Storen nicht runter, wenn die Sonne scheint. Klar, wenn man auf Fernseher schaut, geht das nicht so gäbig, dann hat man Blendwirkung. Aber oftmals sieht man ganze Liegenschaften und halt auch gewisse Automatismen, die falsch eingestellt sind, wo man einfach die Storen runterlässt, weil die Sonne kommt. Und die Sonne heizt uns drei auf. Klar, im Sommer ist das gegenläufig. Selbstverständlich im Sommer ist das okay, aber vielmals im Winter. Das macht einen rechten Anteil aus, ihr würdet es spüren auf den Heizkosten, wenn man die Sonnenenergie in diesem Sinne passiv nutzt. So viel zu der Optimierung des Energieverbrauchs, ein paar Tipps. Jetzt komme ich zu den Förderbeiträgen. Was, woher, respektive was, für was können wir alles Geld über, und zwar vom Kanton. Die Wissenpflicht seit kurzem ist im Kanton Bern als Gebäudeprogramm in den kantonalen Förderbeiträgen inkludiert. Wir haben nicht ein separates Gebäudeprogramm, das zum Beispiel die Hülle fördert, wenn wir mehr dämmen. Das gibt nur noch eins im Kanton Bern. Und das sind, wie gesagt, explizit Kantonsbeiträge. Es gibt für andere Sachen, zum Beispiel KEF oder pro Kilowatt, fördert andere Sachen, vor allem im elektrischen Bereich. Mit Bundesgeldern, die ich hier nicht werde ansprechen, selbstverständlich. Da habe ich eine Kompetenz darüber, aber ihr könnt die auch, respektive die kann man auch googlen. Wie gesagt, das sind nicht die einzigen, die kantonalen. Aber es gibt auch Land- und Verbände, die gewisse Förderungen ausschütten. Wichtig als Grundsatz ist, wenn ihr einen Förderbeitrag beantragt, ganz wichtig, dass man den vor dem Bau von den Installationen macht. Sobald es mal eine Installation, respektive eine Gebäudehülle oder was auch immer, wo man einen Förderbeitrag beantragt, gemacht ist, gibt es nichts mehr. Passiert öfters mal. Und es ist auch öfters mal so gesehen, dass man gemeint hat, ja, der Architekt hat es jetzt gemacht. Oh nein, jetzt, der Regisseur hat es gemeint, der Bauherr hat es gemacht. Und es hat es niemand gemacht. Vielleicht wichtig, das abzusprechen, weil das ist etwas, was man heutzutage online relativ einfach machen kann. Schnell, mit wenigen Angaben, hat man das beieinander. Aber einfach daran zu denken, bei Zeiten das zu machen. Nichts zu schwer, wäre schade. Wenn es nur dann würde liegen. Vielleicht noch ein weiterer Hinweis. Der Stuber hat es angesprochen, GEAC. Der GEAC, der Gebäudeausweis der Kantone, das ist ja das Signet, das ihr etwa bei den Kühlschränken seht oder schon bei elektrischen Apparaten mit diesen verschiedenen Farben, von A++ bis G und noch weiter. Je nachdem, der GEAC, den es ja auch für Gebäude gibt, hat bei uns im Gesetz in diesem Sinne noch keine Relevanz. Hat aber für die Förderung notabene eine. Weil, ihr mögt euch erinnern, vor ein paar Jahren haben wir mal abgestimmt im Kanton Bern, ob wir die GEAC-Pflicht einführen wollen oder nicht. Und dann haben wir ja mehrheitlich abgestimmt, demokratisch, das weiß ich nicht.
Sie ist aber geblieben bei der Förderung als Güte, als Qualitätsbeweis. Ich habe euch gesagt, die Wärmeerzeugung ist noch so etwas speziell gefördert. Eigentlich nicht. Sie ist in dem Sinn gefördert, dass sie als Ersatz von Elektro- und Ölheizungen wird sie gefördert. Und zwar, wenn wir Elektro- und Ölheizungen durch Wärmepumpen, Holzheizung oder Fernwärme, das wir vorhin gesehen haben, angesprochen haben, ersetzt, dann kann man einen Förderbeitrag beantragen. Ich gehe hier nicht aufs Detail, was da alles braucht. Es ist nur ein kleiner Auszug. Wenn ihr einen Förderbeitrag wollt, ich kann euch am Schluss noch die Internetadresse drauf. Schaut die Details an. Es hat das eine oder andere, es ist nichts kompliziert. Selbstverständlich, es hat auch immer eine Adresse, die man fragen kann. Darum möchte ich hier nicht weiter auf jede Anforderung eingehen, die es für so einen Förderbeitrag braucht. Nichtsdestotrotz, wenn wir Züge gefördert als Ersatz. Ausser die thermische Solaranlage. Die thermische Solaranlage, die in diesem Sinn nicht immer gerade ein Wunder direkte Wärmeerzeugung ist, aber natürlich auch ein Anteil an Wärmeerzeugung. Für die gibt es nach wie vor Geld für die thermische Anlage. Thermische Anlage ist nicht gleich elektrische Anlage, Photovoltaik. Photovoltaik wird nicht gefördert vom Kanton. Wir wissen aber, dass ein riesiges Programm mit KEF gestartet wurde, mittlerweile auch langsam ein bisschen in Zugzwang kommt, weil es sehr gut gelaufen ist. Die Beiträge sind lange nicht mehr so gut wie vor Jahren. Nichtsdestotrotz wird Photovoltaik über KEF gefördert, über Bundesgelder, im Gegensatz zu der thermischen Anlage, wo wir eben Warmwasser oder Heizung unterstützen, die hier gefördert werden. Als einzige Heizung natürlich, Wärmeerzeugung wird aber die Holzführung gefördert. Das ist eine Ausnahme in dem Sinn, wenn man Wärmeerzeugung anschaut. Ein Spezialfall. Und zwar nicht der Ersatz, sondern eben auch der neue Einbau. Also von einer Elektroheizung zu einer Holzheizung oder eben schon eine fossile Anlage. Vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, wir haben wie zwei Tatbestände, die das fördern. Der Ersatz von Elektro und Öl zu Holz oder Fernwärme oder die Holzanlage. Jetzt ist es so, dass man das effektiv, dass man halt Holz auf dem Radar hat und das Holz fördert. Jetzt ist es so, wenn man eben eine Holzheizung einbaut als Ersatz, schaut man immer bei uns, welchen Fördertatbestand es ein bisschen mehr Beiträge gibt. Und es ist also nicht so, dass der eine oder andere ausspielt, dann wird der bevorzugt, respektive kommt ihr das Geld über den, der dann mehr Förderbeiträge für euch herausschaut. Das wäre die Adresse, die ich versprochen habe, also dann jederzeit. Und auch Details darauf, Vorgehensweise, wenn was muss eingereicht werden, welche Dokumente es braucht, sind hier hinterlegt. Wir haben vorhin vor allem den Neubau angesprochen. Was braucht es beim Neubau? Mit diesen Standardlösungskombinationen haben wir gesehen, was da alles möglich ist, in welchem Rahmen das Gesetz fordert. Für die Sanierungen haben wir bis dato, außer ein paar technische Auflagen, eigentlich nichts. Ihr könnt den Ölkessel-Telkel ersetzen, Gaskessel-Telkel. Wir haben weiter keine Anforderungen, außer dass ein Ölkessel und Gaskessel muss kondensierend sein. Und damit hat sich es. Wird möglicherweise ändern. Und zwar wird es in dem Sinn ändern, dass, wenn wir ein schlecht dämmtes Gebäude haben, ein Ölkessel oder ein Gaskessel und den Kessel müssen ersetzen, dann kann es sein, dass wir einen von diesen weitere Standardlösungen, nicht Standardkombinationslösungen, wie wir vorhin gesehen haben, beim Neubau, sondern die Standardlösungen für Sanierungen müssen ins Auge fassen. Also, nochmal, entweder Minergie, das habe ich ein bisschen ausgekammert, schlechte Gebäudehülle, also das heisst GAKST oder schlechter, das sind also Bauten, in der Regel Bauten vor 1990. Wenn es nicht Minergie ist oder nicht eine gute Hüllendämmung hat, dann müssen wir also eine Standardlösung wählen, die eben auch einen Anteil erneuerbarer Energie hat. Der Anteil erneuerbarer Energie, der ist so summa summarum
10%. Also längst nicht 100%. Selbstverständlich, wenn ich eine Holzheizung rein tue, dann habe ich die 100%. Ist aber nicht die Bedingung. Ich muss mindestens 10% erneuerbare Energie rein tun. Und zwar kann man das mit Sonnenkollektor im Abbau fürs Warmwasser machen, für die 10%. Aber auch andere Systeme, zum Beispiel kontrollierte Wohnungslüftung oder ein Abbau, die Hüllensanierung, ist auch möglich. Man muss nicht zwingend einen Anteil erneuerbare Energie haben bei der Wärmeerzeugung. Das ist natürlich das Einfachste, wenn man schon den Kessel auswechselt. Wieso denn nicht gerade einen Kessel, der 100% erneuerbar ist? Wie gesagt, im Gesamten 10% erneuerbar ist gefordert, wenn schlechte Hülle oder ein Gas- oder ein Ölkessel ausgewechselt sind. Das werden wir sehen, wie der Grossrat diesbezüglich wird befinden darüber. Wir werden sicher schon Ende November mehr wissen, wie sie dazu stehen. Und wenn alles gut geht, respektive wenn kein Referendum ergriffen wird oder schon schnell Schalup gemacht wird, dann wird das können frühestens am 1. September vom nächsten Jahr, also 2018, in Kraft treten. Also es ist noch ein bisschen hypothetisch. Warten wir es ab, bis es kommt. Eine interessante Darstellung, die ist nicht von uns. Die ist vom Kanton Freiburg. Wir sehen hier die Adresse. Der Kanton Freiburg hat mal probiert, die Standardlösungen für Sanierungen einander ein bisschen gegenüberzustellen. Und ihr seht, das hat eine eigenartige, da fehlt es zwar Kilowattstunde, Franken pro Kilowattstunde, will ich dann ergänzen, Franken pro Kilowattstunde und nicht der Franken als solches. Also nicht die reinen Investitionskosten verglichen, sondern Jahreszykluskosten. Das heisst, Jahreszykluskosten sind Kapitalkosten, Betriebskosten, also das, was uns der Brennstoff kostet, plus Wartung und Unterhalt. Das gibt uns die Jahreskosten. Und wenn wir Jahreskosten vergleichen, gibt es ein ganz anderes Resultat, als wenn wir Investitionskosten vergleichen. Interessanterweise haben wir jetzt hier gesehen, eine Ölheizung, eigentlich eine günstige Ölheizung mit ein paar Sonnenkollektoren, kostet uns Kilowattstunde über 25 Franken. Wenn wir aber eine Wärmepumpe haben mit Geothermie, doch nicht gerade die günstigste Investition, kommen wir über die Jahre, über eine Lebensdauer gesehen, nicht einmal auf 20 Rappen pro Kilowattstunde. Es ist ganz eine entscheidende Aussage, dass man nicht nur die Investitionskosten vergleichen soll, wenn man also ein neues System, gerade ein teures System, muss, was reinkommen. Das der Hinweis zu diesem Überblick. Ich kann euch nur empfehlen, mal hier rein zu spielen mit diesem Tool. Das ist ganz einfach. Es braucht 3-4 Angaben zu eurem Haus. Und dann seht ihr, was für euch ein Haus eigentlich das günstigste ist über die Lebensdauer. Ich werde gleich noch kurz schnell über das Warmwasser ein paar Worte verlieren. Ihr seht auch, das ist ein Antrag, den wir gestellt haben, wo alle Geräte haben, die voraussichtlich dann frühestens im September nächstes Jahr eintreten können. Und zwar das Warmwasser. Weil wir haben gesehen, Warmwasser wird länger sein, wichtiger. Die Menge vom Warmwasser, respektive die Energie, die wir brauchen für das Warmwasser, wird länger sein, grösser im Verhältnis zu dem, was wir brauchen für das Gebäude. Weil das Gebäude braucht minimal Energie. Zum Beispiel ein Plus-Energiehaus braucht gar keine Energie mehr. Dann brauchen wir nur noch für das Warmwasser Energie. Und darum haben wir auch das in Fokus genommen, weil vielmals ist das Warmwasser einfach so nebenbei noch gelaufen und wir haben einen Elektroheuer und damit hat sie, es ist ja wunderbar, kommt aus der Steckdose, perfekt, kann es nicht sein. Wenn wir ja schon die Strategie haben, dass wir nicht mehr elektrisch heizen, Elektroheizungen de facto schon im letzten Aufwisch von der Energierevision verboten, geht nicht mit Elektroheizungen nicht mehr, aber das Warmwasser machen wir noch locker mit Elektro. Verteilt nicht. Ergo, elektrische Boiler sollen verboten werden. Rein elektrische. Ersatzpflicht von denen, die jetzt noch installiert werden, vor der Gesetzesänderung. Es soll mit 15 Jahren eine Übergangsfrist haben, dass man sie spätestens 15 Jahre nach Inkraftsetzung des neuen Gesetzes geändert werden müsste.
Das ist doch noch ein wichtiger Hinweis, wenn man weiss, wie viel Energie wir brauchen für das Bohrmassen. Das ist schon eine meiner letzten Folien. Ich möchte euch gerne noch darauf hinweisen, auf unsere öffentlich-regionale Energieberatung. Und zwar, die Energieberatung ist schon kantonal geregelt, respektive das heisst, sie ist gratis. Gratis auf jeden Fall ein bisschen für erste Konsultationen, sei das mal ein Telefon, mal vielleicht auf einen Plan schauen. Selbstverständlich, die Energieberater, die werden euch nicht das Konzept auf den Tisch legen, was ihr müsst machen, für das hat man immer noch planen, das dürfen wir nicht konkurrenzieren, selbstverständlich, mit den öffentlichen Geldern. Nichtsdestotrotz, also richtungsweisend, was man jetzt am besten für eine Standardlösungskombination machen soll, wie man mit dem Bohrmesser umgehen soll. Solche Sachen kann euch der Energieberater mit ein paar Erklärungen relativ schnell darlegen. In dieser Gegend vielleicht kommt der Kurt Martin, weil der Brand ist sicher schon über den Weg gelaufen, respektive der Kurt Martin ist zum Beispiel explizit jetzt für diesen Ort Schöpfen, respektive für diese Region zuständig. Und auf der Homepage, wenn ihr googelt, öffentliche Energieberatung, könnt ihr dort die Meinung geben und dann wisst ihr, wer zuständig ist. Relativ einfach. Et voilà, und so wäre ich schon am Schluss von meinen Ausführungen, was das Gesetz alles für Bestimmungen hat für die Energieerzeugung und was man alles vorhat damit. Es sind gerade noch Fragen, die gerade vorhin öffnen, und sonst werden wir am Schluss noch dazu kommen.